Ist bekloppt, da ist noch jemand. Sag auch. Lass die mal weggehen, verdammt. Ich kann nicht so arbeiten. Ja. Glaubst du aber selbst nicht, dass er schüchtern ist. Verpiss dich! Das habe ich sowas von drauf. Hi Tim, schön dich zu sehen. Hallo Freunde, unsere 30 Tage Aktiv-Challenge beinhaltet ja drei Übungen. Kniebeuge, Liegestütz und Sit-Ups. Und heute wollen wir für euch mal ein kleines Tutorial machen, wie eine Kniebeuge funktioniert. Und weil wir es darauf angelegt haben, es wirklich einfach zu halten für euch, einfach ein bisschen in Bewegung zu bleiben, versuchen wir auch dieses Video möglichst einfach für euch zu gestalten. Zur Kniebeuge. Wie breit sollt ihr stehen? So, dass ihr euch wohlfühlt. Einfachste Regel. Fühl dich wohl dabei. Also es gibt auch diese Regel mit ein bisschen rumspringen und so, wie ihr da stehen bleibt, ist die perfekte Standbreite. Die Pauschalregel ist ungefähr schulterbreit. Füße zeigen leicht nach außen. Ihr versucht immer aufrecht und stolz zu sein. Wahrscheinlich größer als die meisten im Alltag sind. Einfach ein bisschen mehr aufrichten. Da versuchen wir beizubehalten. Bewegungseinleitung machen wir, indem wir die Hüfte nach hinten nehmen. Und dann beugen wir die Knie und senken den Po so weit wie es geht nach unten ab. Und zwar so lange, wie der Rücken gerade bleibt und die Füße vollflächig auf dem Boden bleiben. Und dann einfach wieder strecken. Gehen wir auf ein paar Sachen ein bisschen genauer ein. Die Knie dürfen sich bewegen. Und zwar am besten in Richtung, wo die Füße sind. Und so weit, wie sie nach vorne gehen möchten. Ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr die Knie nicht bis über die Fußspitzen bringen dürft. Ihr dürft die Knie bewegen, so weit, wie es für euch gut passt. Auch über die Fußspitzen. Achtet darauf, dass sie nicht zusammensinken. Das wäre uncool. Sondern mindestens in die Richtung, wo die Zehen sind. Und wenn ihr ganz gut drauf seid, noch ein bisschen die Knie öffnen, während ihr aufsteigt. Und das ist es auch alles schon. Wenn ihr eine Sache etwas leichter machen wollt, geht in der Kniebeuge nicht so tief runter. Sondern macht nur eine Teilkniebeuge, so wie es für euch passt. Und wenn ihr schwerer haben wollt, macht ihr Jumping Squats. Das heißt, ihr geht ganz runter und oben so explodieren, dass die Füße den Boden kurz verlassen, also ganz runter, und die Füße verlassen kurz den Boden, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und das war es auch schon. Also, das war das Tutorial zur Kniebeuge, die ihr jeden Tag mindestens eine oder den Liegestütz oder den Sit-Up für 30 Tage lang machen sollt. Viel Spaß dabei. Jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was für Schwierigkeiten mit der Kniebeuge passieren können und wie ihr die fixt. Das heißt, ihr habt schon ein paar Kniebeugen gemacht und achtet mal ganz bewusst jetzt auf folgende Probleme, die auftauchen können und wie ihr die lösen könnt. Das erste, was wir haben, ist, was sehr oft auftaucht bei Leuten, dass sie, wenn sie eine Kniebeuge machen, die Knie doch nach innen gehen. Das heißt, die innenliegende Knie. Und das ist aus ganz vielen Gründen nicht cool. Die Knie sollen mindestens über die Fußspitzen zeigen oder vielleicht sogar ein bisschen weiter nach außen, wenn ihr aufsteht. Wie könnt ihr das Problem lösen? Ganz einfach. Küchenrolle. Ihr nehmt euch, stellt euch vor, ihr müsst es nicht nachmachen. Ihr könnt es auch probieren zu Hause. Legt ein Stück Küchenrolle auf den Boden, lang genug für eure Standbreite. Ich werde jetzt ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil der Boden ist aus Gummi und der rutscht nicht so gut. Also habe ich eine Herausforderung. Ich stelle mich auf dieses Küchenpapier drauf und mache jetzt meine Kniebeuge. Und dabei versuche ich, das Papier auf Spannung zu halten oder sogar, wenn ich hoch will, zu zerreißen. Ta, hat funktioniert. Also damit schafft ihr, dass ihr die Muskeln, die die Knie nach außen bringen, wirklich aktiviert, wenn ihr versucht, jedes Mal Küchenrolle zu zerreißen. Ihr müsst nicht jedes Mal nur das Papier Küchenrolle hinlegen. Denkt mal einfach daran. Probiert es einfach einmal aus, dass ihr mal gespürt habt, was ihr machen müsst, damit das passiert. Und wenn ihr dann bei der Kniebeuge immer daran denkt, dass ihr Küchenrolle zerreißen wollt, gehen die Knie nicht mehr nach innen. Weil mit innenliegenden Knien kriegt ihr es nicht zerrissen. Die nächste Sache, die ihr sehr oft auftaucht, ist ein krummer Rücken. Ich zeig's mal. Der Rücken ist krumm dabei. Wir hatten ja gesagt, versucht stolz zu sein, und zwar immer im Leben, und diesen geraden Rücken, diese neutrale Wirbelsäule, während der Kniebeuge zu halten. Was ganz einfach hilft, um das zu halten, ist, hebt die Arme bei der Kniebeuge. Ich zeige mal, wie es funktioniert, wenn ich in die Kniebeuge runtergehe und mache einen Buckel. Ich versuche den Buckel jetzt zu halten, während ich die Arme hebe. Funktioniert überhaupt nicht. Ich kann keinen Buckel machen, wenn die Arme oben sind. Bedeutet, während der Kniebeuge einfach die Arme weit nach oben nehmen, das zwingt den Rücken zu einer aufrechten Haltung. Und das war's schon. Jetzt schön weitermachen in der Challenge. Viel Spaß. Ich denke mal, du wirst schon ein paar Kniebeugen, viele Kniebeugen, verdammt viele Kniebeugen wahrscheinlich gemacht haben. Und für den Fall, dass dir die Kniebeugen mittlerweile vielleicht ein bisschen langweilig werden, haben wir für dich ein paar Variationen, die du machen könntest. Und zwar einfach mal breiter hinstellen, einen Sumo-Squat. Ich habe einen breiteren Stand als gewohnt zu machen,
Warte darauf, die Knie außen zu führen oder in Richtung meiner Füße. Gehe jetzt runter und komm wieder hoch. Dann werdet ihr schon merken, wenn ihr runtergeht, dass ihr hier teilweise sogar limitiert werdet von der Beweglichkeit eurer Adduktoren. Da sprechen wir also die Oberschenkelinnenseite ein bisschen mehr an. Eine weitere Variante, sogenannte Close Stance Squats. Stellt euch eng, mein Beispiel jetzt ganz eng, und geht jetzt runter in die Kniebeuge. Dafür braucht ihr natürlich eine sehr hohe Beweglichkeit im Sprunggelenk. So, und kommt jetzt wieder hoch. Jetzt haben wir deutlich mehr Last auf dem Hintern und der Oberschenkelvorderseite. Das ist eine völlig andere Beanspruchung. Für die ganz Hardcore-Leuten unter euch haben wir noch den, wie heißt der? Skater Squat oder oft auch im Volksmund Shrimp Squat. Und jetzt zeige ich mal vor, ich stehe auf einem Bein, Knie berührt den Boden und ich komme wieder hoch. Einmal andersrum, ich stehe auf einem Bein, Knie berührt den Boden und wieder hoch. Und für die völlig Bekloppten, die Pistol. Habt ihr ein paar Varianten gesehen, um das Training oder die Aktivität in den letzten Tagen unserer Challenge ein bisschen mehr zu variieren. Viel Spaß dabei. Immer noch da? Gebt uns ein Like, Kanal abonnieren und die App gibt's im App Store.